nach einer halben Stunde denke ich, dass wir besser im Spiel waren, auch besser Zugriff hatten, eine bessere Raumaufteilung hatten und vor allen Dingen konsequenter auch tiefe Laufwege angeboten haben, um danach zu rücken. Hatten zwei, drei Möglichkeiten vom gegnerischen Tor, die wir allerdings nicht so abgeschlossen haben, wie es normal sein müsste, um ein Tor zu erzielen. Ich glaube, auch in der zweiten Halbzeit war es eine Partie, die kein hohes Niveau hatte vom spielerischen Bereich und eigentlich in unserer besten Phase, wo wir auch mutiger wurden, nach vorn zu spielen, das Gegentor unglücklicherweise bekommen hatten mit einem abgefälschten Ball, der über einen Spieler von uns drüber hinweg geht. Und Lucia machten rein und dann war es natürlich sehr schwer für uns, noch den Ausgleich zu erzielen. Wir haben es trotzdem mit allem, was wir hatten, noch auf der Bank versucht, sind aber dann kurz vor Schluss noch in ein Konter reingelaufen zum 0:2. Ich denke trotzdem, dass der Sieg vom VfL nicht unverdient ist, weil sie ganz einfach auch mehr in die Partie investiert haben und wir wieder mal klar aufgezeigt bekommen haben, dass wir in der zweiten Liga Riesenprobleme kriegen, wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze kommen, wenn wir von der Zweikampf- und Laufbereitschaft nicht so hundertprozentig da sind, wie man das in der zweiten Liga, um konkurrenzfähig zu sein, bringen müsste. Und jetzt werden wir uns dementsprechend in die Analyse begeben, diese Partie aufarbeiten, dann aber schon wieder ab morgen den Blick nach vorne richten für das nächste schwere Auswärtsspiel in Hannover und hoffe natürlich, dass dann alle gesund bleiben, erst auf der einen Seite, dass wir die Sperre von Marko Milojevic und der Innenverteidigung adäquat auffangen können und dass wir dann punktemäßig besser nach Hause fahren, als es heute der Fall ist. Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich glaube, man hat gesehen, dass trotz des Sieges, dass wir Phasen drin hatten, wo wir, wir haben gesagt, wir müssen sehr viel Geduld bewahren heute, weil Aue eine sehr, sehr gute Verteidigung hat. Auch immer wieder die Wege in die Tiefe sucht, mit nach dem Ballgewinn mit ihrem Steil-Glatt-Spiel. Da waren wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Wir haben versucht, relativ früh unser Anlaufverhalten darzulegen. Das hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert, sodass wir den Gegner auch immer wieder gezwungen haben, selbst nach Ballgewinn relativ schnell wieder Zugriff zu bekommen. Das hat im letzten Spiel nicht ganz so geklappt. Das wollten wir einfach verbessern. Und ich glaube, dass der Sieg, hat der Dirk auch gesagt, schon verdient ist. Man hat in der Halbzeit versucht, noch ein paar Dinge zu korrigieren. Wenn man das Haar in der Suppe wieder sucht, da hat mir die Passschärfe ein bisschen gefehlt, hat man den Gegner noch früher bewegen müssen oder noch schneller bewegen müssen mit dem Block. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir heute auch endlich mal zu Null gespielt, wo auch, ich glaube, die ganze Mannschaft drauf gewartet hat. Und das ist natürlich umso schöner, wenn es gegen Aue ist, die wirklich eine sehr, sehr tolle Runde spielen, wo wir wussten, da kommt schon einiges auf uns zu. Wir haben es heute endlich mal mit 3 Punkten geschafft, die 3 Punkte hier zu behalten. Und ja, auch wir müssen nächste Woche einen Spieler ersetzen, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal zweitrangig und wir können heute, denke ich, mal ganz kurz durchatmen. Aber man sieht auch die anderen Ergebnisse, wie eng die Liga weiterhin ist. Und es ist alles möglich, du darfst dich nicht ausruhen und für uns war der Sieg heute sehr, sehr wichtig. Danke. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben sollten, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Mikro wird Ihnen gereicht und los geht's. Herr Schuster, Sie mussten auf der Doppel-6 gleich doppelt austauschen. War das heute ein Schlüsselpunkt auch für das Spiel, dass Ihre Mannschaft schwer in die Partie reinfand, weil die Mannschaft sich sowas einspielen muss mit den 2 neuen Leuten dort und für nächste Woche kommen ja Fandrich und Riese wieder zurück. Können Sie da ein anderes Spiel gegen Hannover im Spielaufbau erwarten? Ja, Jan Hochscheid ist auch wieder spielberechtigt, inklusive Fandrich und Riese. Ich werde einen Teufel tun und diese Niederlage an einzelnen Spielern festmachen. Also ich denke, dass Dominik Widra und Lou Samson, die auch über Wochen ordentlich trainiert haben, ihre Chance heute verdient hatten und dass sie auch ihre Partie so gespielt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich gehe davon aus, dass es wie überall bei uns auch so ist. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Ja, dass wir jetzt diese Spieler Hochscheid, Fandrich und Riese ersetzen mussten, die in einer eingespielten Elf eine gute Rolle in der laufenden Saison gespielt haben. Ja, mag ein Punkt sein, aber den kann ich nicht so stehen lassen. Dafür waren heute auch noch andere 8 Feldspieler mit auf dem Platz, die ja ebenso wie die gesamte Mannschaft nicht so
an das Leistungsvermögen herangereicht hat, wie wir das noch vor einer Woche gegen St. Pauli gezeigt haben. Besten Dank. Gibt es weitere Fragen? Oh ja, da fliegen die Hände. Fangen wir mal hier an bei Markus Rensinghoff von der WAZ. Frage an Thomas Reis. Wann hatten Sie die Idee, Milos Spantewitsch zu bringen für Simon Zoller? Ja, wir trainieren die ganze Woche und man hat immer ein, zwei Ideen, ein, zwei Optionen. Man schaut sich das Training an, man schaut, wie sind die Jungs drauf. Ich glaube, dass Milos auch, da gab es eine Phase jetzt eine Zeit lang, wo er nicht gespielt hat, trotzdem im Training immer dran geblieben ist und dass man die ein oder andere Position mal verändert, um vielleicht auch den Gegner zu überraschen mit einem anderen Spielertyp. Das war heute der Fall und ja, wir waren auch froh, dass Gamboa zurückgekommen ist, Danilo zurückgekommen ist, sodass sich unser Kader wieder dementsprechend vergrößert hat und wir einfach mehr Variabilität da drin besitzen. Und ich glaube, dass Milos bereitet ja auch das Tor vor, vom Einsatz her auch alles gegeben hat, aber wie die ganze Truppe und auch die Spieler, die eingewechselt wurden. Und so stellt man sich als Trainer das vor, bei allem Frust, wenn man mal nicht spielt. Aber so wie es Dirk auch gesagt hat, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Und und heute war es einfach so, dass wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Einheit auf dem Platz waren. Nächste Frage kommt von Yannick Aschenbrecher, 1848. Herr Reis, einen großen Ballanteil hatten Sie bereits in der ersten Halbzeit. Welche Anpassungen haben Sie im Team dann in der Pause mit, um den Ball auch in die gefährlichen Zone zu bekommen? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir wussten, dass es ein bisschen ein Geduldsspiel wird, dass auch Aue dann mit der Fünferkette dann irgendwann operiert hat, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die äußeren Spieler auch binden. Das heißt, wir wollten unsere Außenverteidiger hochschieben, um da einfach Räume zu schaffen, dass sich Passwege auftun. Das hat in der ersten Halbzeit ein, zwei Mal, wo wir die Freistoßsituation bekommen, wo es Wehr gefoult wird und Danny Blum ja, das Ding an den Latte nagelt und wieder den eigenen Spieler auf der Linie anschießen. So hat man sich das eigentlich permanent vorgestellt. Das hat nicht ganz so funktioniert, weil Aue das auch sehr, sehr gut dagegen gehalten hat. Und wir wollten einfach in der zweiten Halbzeit einfach unsere Passqualität, das heißt die Passschärfe, ein bisschen erhöhen. Ja, und dann haben wir, denke ich mal, auch so viel Druck ausgeübt, um dann den Gegner halt vor unserem Tor wegzuhalten und letztendlich dann auch in die gefährlichen Räume zu kommen. Weitere Fragen? Joachim Droll von der Bild. Thomas, trotzdem ein ganz kleiner Blick schon mal voraus. Gerade herrscht so ein bisschen Unsicherheit, weil der Toto ja fehlt wegen der fünften gelben Karte. Wer denn jetzt Kapitän wäre entführt? Wirst du das noch entscheiden? Es hieß, der Trainer muss das entscheiden. Es steht offensichtlich nicht fest. Ja, also ich werde es mit Sicherheit nicht. Also wir werden da auch eine Lösung finden. Also glaube ich, zweitrangig, wer die Binde da über den Platz trägt. Ich glaube, dass wir viele Spielertypen haben, die es einfach mit Leistung, die es mit Bereitschaft dann zeigen und wer letztendlich gegen Fürth die Binde tragen wird. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Woche Zeit und für mich ist es jetzt auch nicht so entscheidend nach dem heutigen Spiel, wer die Binde nächste Woche trägt. Und ich werde da schon einen finden. Gute Aussichten. Weitere Fragen? Jawohl, hier vorne. Der Herr Kolbe. Thomas Kolbe von Fan for Fans. Die stabile Abwehrleistung und die Rückkehr durch Soares und die Hereinnahme von Gamboa, war das der ausschlaggebende Punkt für den Heimdreier heute? Ja, ich meine, ich sehe es ja ähnlich wie Dirk. Also wir haben letzte Woche oder im letzten Spiel haben wir auch Spieler ersetzen müssen. Wir haben auch einen großen Kader, wo jeder in der Lage ist, zweite Liga zu spielen. Natürlich hast du mit den beiden ein bisschen anderen Spielertyp drin. Wir wollten auch, was wir letzte Woche nicht gut gemacht haben, weil wir reden ja auch immer von den Abständen, die haben letzte Woche einfach nicht gepasst. Wir wollten bei jedem Rückpass des Gegners, wollten wir einfach kompakt nach vorne rücken. Und wenn es immer nur 5-6 Meter sind, das haben wir heute sehr, sehr gut gemacht, um da den Gegner halt wieder unter Druck zu setzen, frühzeitig Zugriff zu bekommen. Und das war, glaube ich, eine gesamte gute Leistung, auch von Saulo, der immer wieder mit Amel die Abwehr rausgeschoben hat und dadurch, wie gesagt, dem Gegner es sehr schwer gemacht hat, überhaupt ins Spiel reinzukommen. Und so stellt man sich halt immer vor. Wie gesagt, heute hat es ganz gut funktioniert, aber das soll natürlich auch keine Eintagsfliege bleiben. Und auf dem Weg wollen wir natürlich dann weiterarbeiten, was die Defensivleistung anbelangt. Prima. Weitere Fragen? Doch noch eine Anschlussfrage? Gut. Denk dran, die Gäste haben einen langen Heimweg. Der Wechsel von Lee, Hereinnahme von Winsheimer, gab ein bisschen Unruhe in der Mitte. Viel kam dann durch die Mitte, durch Aue nach uns nach vorne. War das ein geplanter Wechsel, dass man Winsheimer für Lee dann aus der Mitte herausnimmt und ihn quasi ein bisschen weiter nach vorne schiebt?
Ja, Lee hat ja auch im Endeffekt so eine Art hängende Spitze gespielt und man merkt halt bei Chung, er hat einen riesen Aufwand betrieben. Natürlich ist er auch ein ganz anderer Spielertyp, der uns unheimlich geholfen hat, die Bälle in den Halbräumen zu sichern, der natürlich auch ein sehr, sehr gutes 1 gegen 1 lösen kann. Man hat aber trotzdem gemerkt, dass ein bisschen Müdigkeit da war und wir wollten einfach mit Vinci nochmal probieren, einen anderen Spielertyp vom Anlaufverhalten, weil er auch ein sehr, sehr aggressives Anlaufverhalten hat, da mit reinzubringen, einfach nochmal für ein paar Minuten frische Kräfte. Und ja, ich glaube schon, dass es funktioniert hat, aber wie gesagt, Chungi wissen wir schon, was wir an ihm haben und ich glaube einfach, dass er ja ein bisschen müde war von der Laufleistung, die er heute gezeigt hat. Das beliebte Spiel. Weitere Fragen? Wissensdurst scheint gestillt. Dann schließe ich mich den Worten von Herrn Schuster an. Wünsche ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende. Euch eine gute und sichere Einreise. Ciao, ciao. Thank you.